Ah, wir können auch nur... Ach, die Rauchbomben haben eine ordentliche Abklingzeit. Ich glaube, Gewalt ist hier nicht die Lösung. Wir haben da eine Tür. Können wir die mit unserem kryptografischen Sequenzer hier öffnen? Aua. Das deutlich als nein. Wir kommen später hierhin wieder zurück. Denn gerade sehe ich keine Möglichkeit. Es sei denn, es gibt einen anderen Weg da rein. Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Ah. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Oder doch? Ich gebe nicht so schnell auf, Nigma. Ich möchte nur kurz das Gefühl, dass hier unten... Kommt man da irgendwie rein? Nein, du Rediger! Okay, ferngesteuerter Batarang. Unser bester Freund hier. Unglaublich nutzlos. Aber wir kommen vielleicht auf der anderen Seite irgendwie rein. Nein, kommen wir nicht, denn da ist das doch eine Etage unter uns. Ja, da müssen wir später hinkommen. Was auch immer das jetzt gewesen sein soll. Pinguin hat Scharfschützen. Wenn ich unbemerkt weiter will, muss ich die Scharfschützen leise ausschalten. Ah, gut. Irgendein Typ, Buczynski. Ach ja, hab von ihm gehört. Großer Typ, große Klappe. Nennt sich selbst elektrisch, Elektro irgendwas. Stimmt. Warte mal. Die lassen sich doch nicht in der Handschuhe im Kampf tragen, oder? Na, das wäre mal schlecht für die Wettquote. Aber hallo, ich ruf meinen Buchmacher an. Die Elektrohandschuhe. Hey, Kollege. Du bist ruhig. Oh, da ist der Nächste. Oh, oh. Der guckt in unsere Richtung. Wie kommen wir da hin? Natürlich hat der Pinguin Panzer auf seinem Schiff rumstehen. Können wir... Ja, wir könnten per Gleitritt ausschalten, aber das wäre wohl doch etwas auffällig. Fetz! So, wir versuchen jetzt ein bisschen sneaky zu sein. Etwas Batman-artiger. Ich möchte nicht per Sprungangriff ausschalten. Ich möchte tatsächlich ganz sneaky ausschalten. Hey, komm, hier. Hey, hey, hey.
Das war ganz sehr knapp. Dreht der Typ da hinten jetzt gleich um. Egal. Schnauze! Ich muss sehen, was ich tue. Oh, du Mieser! Laut, mach Boden ausschalten! Der macht keinen Boden ausschalten! Ich hatte sich genau in der Sekunde umgeritten, der wir hinter ihm standen. Gib mir Deckung. Hier ist einer am Boden. Der kann nicht einfach hier reinspazieren und uns das antun. Das geht nicht. Das ist er! Nein, ist er nicht. Ding! Zu mir! Okay, das hat nicht geklappt. Das war der Plan. Ich muss hier weg. Leertaste! Pass auf! Okay. Wir sind weg. Die beruhigen sich schon noch, oder? Wie bewegen die sich gerade? Die lösen sich gerade nicht voneinander. Ja, da ist ein bisschen abseits. Weh, du drehst dich jetzt nochmal um. So, die sind jetzt aber immer zusammen unterwegs hier. Oh oh. Wir können den hinteren von den beiden ausschalten. Okay, der bewacht gerade die Brücke. Das Wort. Genau, läuft hintereinander. Und damit haben wir den letzten. Oh, natürlich. Klopf, klopf. Das Rennen der Siedlerfolge dauert Ewigkeiten. Dich auf, Batman! Was für eine Fledermaus bei einer Messerstecherei. Ich hau dich zu Brei! Oh, jetzt sollten wir in der Theorie das Klingducken lernen, nicht wahr? Willkommen zu den Dienstlichen Kesselraumfights! Wisst ihr, ihr Typen, in der ersten Runde bringt mich immer... Schaut mal her! Das ist der einzige Grund, warum ich euch beschäftige! Ich hätte nicht bemerkt, dass ein paar von euch nicht auf sich selbst... Was bist du? So eine Art Lappen. Seid ihr weder geizig oder euch mangelt an Selbstvertrauen. Spricht beides nicht. Ich nicht. Aber jetzt... Bereit für den Match.
Action immer gerne. Der Pinguin richtet eine Art Kampfsportturnier aus. Da muss ich unbedingt hin. Auf jeden Fall. Oh, oh nein, keine Waffen, keine Waffen! Waffen sind böse! Wisst du was? Batman! Da, Waffe! Da, oh nein, da hat noch einer eine. Niemand benutzt hier Schusswaffen! Das ist nicht fair hier. Wo kommt denn der Typ her? Oh, der da hinten hat sich schon etwas gekrallt, was ich gar nicht leiden kann. Ich bin Batman. Ich bin Opfer von Waffengewalt. Diese Drohnen also. Ich hatte recht. Die gleichen Drohnen wie die in Blackgate. Können wir die vielleicht rein theoretisch? Nein, können wir nicht. Sonst irgendwas hier? Nein? Gut. Alle Mann auf Deck 4 8 anmelden. Der Maschinenraum wird geflutet und muss leer gepumpt werden. Pronto. Ja. Riddler. Natürlich. Wieso auch nicht hier? Was? Wir werden doch sowas von unter Strom gesetzt, sobald wir da betreten. Oh, der Batman kann einfach nicht schwimmen. Seine Füße wurden nass. Das geht natürlich nicht. Wieso? Was ist da? Genau. Aha. Ah. Da kommen wir also noch gar nicht dran. Oder Moment mal, was ist das? Was? Was? Was ist das Teil hier? Vielleicht ein ferngesteuerter Batarang tut Gutes. Das ist noch nichts für uns, glaube ich, hier. Gut, da müssen wir später irgendwie hin.
dachte, das wäre nur so ein Großstadtmythos. Wieso, Betz? Wieso? Wo ist dein Problem mit Wasser? Du verbringst die Hälfte deines Lebens damit, in den Abwässerkanälen von Gotham rumzuirren, aber hast Angst vor Wasser, oder was? Okay, das ist kein Wasser. Es ist brennendes Benzin. Ich verstehe zwar nicht ganz, wo der Sinn darin sein soll, Benzin brennen zu lassen in einem Boot. Ah. Hey, wie geht's? Hey, oh, ihr Der Boss will ihn tot. Der Boss weiß, dass ich existiere. Sonst noch irgendwas hier? Mit der Batclaw, natürlich. Schon gut, wir brauchen. Okay, noch mehr ziehen. Wie viel ziehen sollten wir denn bitte noch? Ja, ich. Ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Hallo? Warum? Wir müssten uns jetzt hier rüber kutschen. Ja, aber was ist jetzt? Warum geht das jetzt nicht? Hallo? Spiel? Ah, was soll das werden? Okay, ich glaube. Ja, ich weiß. Aber ab da ist kein Fortkommen mehr. Okay, dann müssen wir den ausschalten. So, einmal Nasenkorrektur. Immer gern geschehen. So, Batclaw. Wie brechen wir es jetzt ab?
Ich verstehe irgendwas nicht, glaube ich. Was Grundlegendes. Nämlich wie man sowas abbricht. Okay, nochmal neu starten. Ja, das ist ja nicht so weit, aber was? Hey, Kollege, wie geht's? Hey. So, probieren wir es nochmal. Genau, ein Batarang schmeißen. Das ist die Lösung für alles. Wie weit waren wir noch zum nächsten Aufstieg hier? Ah, nicht mehr so viel. Abgesehen von der Tatsache, dass wir... Das muss doch jetzt irgendwie... Was ist hier falsch? Wieso... Was? Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Art von Spiel noch nie gespielt habe, bevor ich... Aha, damit breche ich das also ab. Danke für die Information, Spiel. Das wäre ja nur nützlich gewesen. Ich dachte schon, ich hätte das Spiel kaputt gespielt. Oder so. So kann man natürlich auch Dinge mal erledigen, indem man einfach Decken einreißt. Solide Stahlwände und Böden. Batman kann sowas halt. An der die Ferlenkralle. Die wir natürlich noch nicht haben. Was wir nur haben, ist die Batclaw. Ach, die Fernlenkkralle. Ja, sowas haben wir nicht. Guten Tag. Klingt, als ob der Pinguin in seinem Büro ist. Tracy sollte wissen, wo das ist. Ich bringe sie zum Reden. Und wie wollen wir das jetzt machen? Ach so. Durchgehen, wenn... Au. Au. Was? Oh. Oh. Wer baut ein Schiff denn so? Das Schiff brennt. Der Tank des Schiffes brennt. Aha. Riddler, natürlich. Wer auch sonst? Wie öffnen wir das jetzt? Ugh.
Ich glaube, wir sterben, wenn wir es weitermachen, nicht wahr? Und tot. Ey. Jungs, schafft ihn hier raus. Und knallt nicht in die Ware. Die ist viel wert. Ey. Ja, gut. Oh nein, bitte nicht. Das wird bestimmt wieder... Los, macht schon! Okay, gut, ist gut. Moment mal, Moment mal. Natürlich können wir dieses Rad nicht drehen. Au. Dieses Ventil geht nicht weg. Können wir vielleicht die ferngesteuerte den ferngesteuerten Batarang da durchwerfen? Und am besten freut uns im Spiel. Nie im Leben. Der kann nie im Leben auf diesem Gebiet lenken. Da muss es irgendwie einen Weg durchgeben. Au. Komm schon. Ach, genau. Batman wird aufgehalten von einem beschissenen Gitter. Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen, oder Jungs? Du hast mir gerade eine Menge Ärger erspart, Batman. Ich bring dich um, dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal um. Okay, wenn du sagst. Suche nach Black Mask. Wo ist er? Ich bin nicht zum Reden hier, sondern zum Arschtreten. Das ist deine letzte Chance. Black Mask muss völlig bescheuert sein, 50 Millionen auf deinen Kopf auszusetzen. Wenn man sich nach dem Tier benennt, wird man auch gefressen. Noch was zu sagen? Ich weiß, ziemlich eindrucksvoll, was? Er will mir zeigen, wo der Pinguin ist. Na gut, ihr lausigen Magen. Verdient euch euer Abend. Ziemlich eindrucksvoll, echt. Das ganze Bild ab und einfach one-hit. Oh, jetzt werde ich angerufen. Wollt ihr das? Halt, Sekunde, ich muss ganz kurz mal absagen. Oh, jetzt wird der Anruf von Abwesenheit angesagt. Na gut, wenn die das nächste Mal anrufen. Ja. Das passt. Wenn ihr Schnappschwänze zu Kopf und Hand lasst, euer letzter Fehler. So, zuerst mal diesen Klingenspasten hier. So, oder hier. Oder. Er sucht nach Cobblepot. Stell dir sicher, dass er ihn nicht will. Auf den Tat, ich darf ihn abmachen können. Wir versuchen das gerade ein bisschen Combo aufzubauen. Das hat euch gefallen. Aua.
habt ihr noch? Hopp. Hopp. Batarangs. Ja, bestimmt, macht ihr das. Auf geschissen. Sag ja echt eine Enttäuschung. Dann halt ins Casino. Jemand muss Koppelpott warten, was auf ihn zukommt. Das war der Kopf. So. Oh, wenn wir noch einmal getroffen werden, sind wir am Arsch. Okay, dann rede. Wo ist Cobblepot? Von mir hörst du nichts. Was? Ein wenig mehr Druck und ich zerquetsch dir den Kehlkopf. Also? Na gut, na gut. Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Tracy ist kein Problem. Weil wir betten. Lief eindeutig besser als das letzte Verhör. Erstmal untersuchen wir den Typen hier. Der Pinguin wird wissen, wo ich Black Mask finden kann. Der Electrocutioner weiß bestimmt nichts Nützliches. Der Idiot weiß rein gar nichts. Am wahrscheinlichsten finde ich Black Mask über den Pinguin. Ein Paranoiker wie Black Mask würde einem Großmaul wie ihm keine Geheimnisse anvertrauen. Wenn ich Sionis finden will, muss ich erst den Pinguin finden. Ja, aber ich möchte einen Handschuh nehmen. Okay. Spiel sagt nein, dürfen wir nicht.